Rematch mit Madelis. Das erste Pokémon ist schon so, nee. Das setzt ernsthaft. Gott, nein. Das setzt Bones ein. Oho, hallo. Rocktomb, Felsgrab an mir. Was hier in dem Feld verstärkt wird. Okay, Georock wird gewonnen-hittet von Hundemann. Was? Ich hab ein Problem. Ich auch. Alles klar. Dann sag ich jetzt mal so, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rejuvenation. Ja, da sind wir wieder. Ja, wir haben den Kampf jetzt off-cam gemacht. Ihr habt bei mir ja gesehen, was hier alles für Pokémon einsetzt, welche Level die haben, etc. Ich hab's ja sogar fast geschafft. So, ja. Wir haben das jetzt... Ich habe ein gewaltiges Problem gegen sie. Genau. Ich schaff sie so nicht. Wir haben das off-cam gemacht, weil, sobald wir in der Zelle waren und wieder rausgehen... Ihr habt es gesehen, ganz am Ende des Parts mussten wir wieder gegen die kämpfen. Wir haben keine Möglichkeit gehabt, Pokémon zu switchen, weil wir sowieso eins verloren hätten, etc., um mit 5 Pokémon da reinzugehen. Keine Chance. Genau. Sagen wir mal so, also haben wir ein bisschen wieder die Regeln gebogen. Genau, deswegen haben wir, wie gesagt, das Offcam jetzt gemacht. Ein Pokémon von uns wird jetzt danach definitiv sterben, sobald wir eine Box können. Yep. Und was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ich habe es auch nicht mit nur zwei Heil-Items gemacht. Ich habe da mindestens 15 bis 20 Heil-Items eingesetzt in diesem Kampf. Ja. Zu meinem, das muss ich mich verschämen. Tut mir leid. Ich habe es mit 2 Heil-Items, ne? Aber wie gesagt, ein Pokémon wäre sowieso gestorben und das wäre echt, das ist schon bitter. Ehrlich sagen, dieser Kampf ist unfair. Also es wäre okay, wenn wir Pokémon weg. Wenn wir uns darauf vorbereiten könnten und mit anderen Pokémon reingehen könnten. Und die aber so hat man nicht, ja. Das halt eben ist es echt das Nein. Also aus der Zelle raus und direkt rein und ja, Happy Birthday. Ja. Deswegen geht es jetzt hier direkt an dieser Stelle weiter. Genau. Gut, ich mach meinen Speed hier aus. So. Gott, dein Team ist annoying. Okay, Madi. Ja, ich mach meinen auch aus. What's wrong with you? Was ist falsch mit dir? Traurig, weil du wieder verloren hast? Sad because you lost again. Okay, anscheinend hat die Mutter verloren. It happens. Nee, Madelis hat. That's not cure for Incompetence. Lass jetzt nochmal Inkompetenz. Unsere Mutter hat verloren? Nee. Alesia macht sich über Madelis lustig, weil Madelis wieder verloren. Ach so. Aber ich denke, dasselbe könnte zu mir gesagt werden. Okay, haben beide verloren. Nächstes Mal werde ich sicherstellen, dass ich dich besiegen werde. Mhm. Okay. Komm, Anastasia, let's go. Okay, da gehen sie. Das ist so super, du finally uns endlich wieder, dass wir zusammen sind wieder. Was ist falsch, Liebe? Ich wollte einfach nur sagen, danke, dass du mich beschützt hast. Ich bin nicht wirklich der starke Kämpfer. Also wäre ich wahrscheinlich sehr verletzt worden in diesem Kampf, wenn ich kämpfen hätte. Oh, es war absolut gar kein Problem. Alles für Freunde von Furora. Nun, dass jeder wieder seine Pokémon haben kann, denke ich, dass es draußen halt wieder super hektisch abgehen wird. Und perhaps but together we should be fine. Aber zusammen sollten wir eigentlich durchstehen können ganz gut. Mhm. Ja, ich denke, dass du damit recht hast. Und dann sollten wir jeden halt einfach treffen und mir sich... they're going to need... Sie brauchen halt unsere Hilfe. Ja, da hast du recht. Let's get to it. Und immer. Elita, aufstehen. So. Du bist zurück. Wie ich es dir versprochen habe, ne? Come on, du musst mir jetzt folgen. Wo gehen wir hin? I have to make my way to the top of the castle. Okay, muss hoch zur Karte. Ja, die wird jetzt Geisel genommen jetzt. Mhm. As for you, I need you to go find the people who were on board of the SS Oceana. Okay. Sie hat Aelita einfach nur befreit. Und Aelita jetzt die Aufgabe gefunden, die Leute zu finden, die auf der SS Oceana waren. Das ist gut. Und sie sind irgendwo im Zellenraum gefangen. Oh, wir werden bestimmt nochmal gegen Ender kämpfen müssen, wenn die sich Team Sen anschließt. Oh, das wird interessant. Mhm. Aber sie wird halt auf unserer Seite sein. So ein bisschen... Mhm. Ja, okay.
Ja, das kann ich dir noch nicht spoilern, soweit bist du noch nicht im Reborn. So, okay, what do you want me to do after that? Was möchtest du, dass wir das danach tun? Ich denke, Furora wird nach dem Wärter halt eben gehen. Wir werden nach Nevet gehen, ziemlich sicher. Mhm. Und nachdem ihr die Leute von SS Oceana gefunden habt, möchte ich, dass du, dass ihr den Weg zur Turmspitze auch geht. Und Furora wird so viel Hilfe brauchen, wie er halt eben, wie wir halt eben brauchen. Mhm. Und zusätzlich bin ich mir sicher, du würdest es wirklich lieben, dem Warden nochmal alles heimzuzahlen für das, was er dir angetan hat. Okay. Ich werde das tun, was ich muss. Okay, gut. Also wir haben eine Riesenmotivation gegen Warden zu kämpfen. Oh, was? Oh mein Gott, was geht hier ab? Ganz viel. Aber können wir zurück? Wir können zurück in die Lichtung. Kommen wir zum PC? Bestimmt. Doch, wir kommen zum PC. Ja. Das heißt, erst einmal heilen. Auslosen, was stirbt. Ja, so. Eins wird sterben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, auslosen. Die drei stirbt. Das ist bei mir Gelatropo. Nein. Oh nein. Oh. Unglücklich. Oh nein, sehr unglücklich. Aber wir hatten auch wirklich nur gute Pokémon gerade im Team. Ja. Also es wäre eigentlich bei jedem unglücklich gewesen. Oh, es tut mir so leid, Alola Slymog. Du hast so ein geiles Teammitglied. Ach. Wirklich. Oh nein, das ist wirklich dein Bomben-Pokémon. Mhm. Oh nein. Es ist mein Bomben-Pokémon. Aber wie gesagt, es war so ein gutes Teammitglied, wirklich. Und du gehst wirklich mit Pauken und Trompeten. Ja. Oh. Frage ist, was nehmen wir jetzt dafür mit? Uff da. Okay. Ja, gute Frage. Tangela und Molga, die sind ja erstmal weg. Die stehen außer Frage. Die bleiben erstmal raus. Richtig. Oh, doch, genauso. Ja. Was nehmen wir mit? Ja, gute Frage. Was brauchst du, sagen wir mal so? Ich weiß es nicht, was ich brauche. Was hat gerade verloren? Das Gelatropo. Das war eigentlich auch nur so ein Filler, dass ich einfach ein Eis-Pokémon dabei habe. Ah, okay. Geil. Ich bräuchte so, gegen Psycho habe ich. Ich wollte gerade überlegen. Habe ich was gegen Fee? Habe ich auch. Habe ich irgendwas Pflanze? Habe ich auch. Gegen Geist? Nicht wirklich. Wir könnten theoretisch einfach mal Postelka mitnehmen. Wäre eine Möglichkeit mit Spikes und Explosion halt bei mir zum Beispiel. Hm. Ich habe deins auch Explosion beigebracht. Ja, Explosion, ja. Spikes hat es halt vergessen lassen, deswegen. Ah, das ist nicht schön. Na ja, gut. Mir ist eigentlich relativ wurscht, weil ich habe eigentlich gutes Team-Setup gerade. Ja, dann lass Postelka mitnehmen. Damit haben wir nochmal ein Bulky-Pokémon für einen Switch-In. Richtig. Damit habe ich zwei Stahl. Oh, damit habe ich eine riesen Feuerschwäche, sehe ich gerade. 1, 2, 3 mit einer riesen Feuerschwäche. Aber zwei Pokémon, die Feuer halt schotten. Nee, okay, das geht. Ja, ich habe auch drei Pokémon mit Feuerschwäche. Ich habe zwei Stück, die haben jetzt eine vierfach Feuerschwäche. Nee, ich habe zwei mit Feuerschwäche und eins hat vierfach Schwäche. Ja. Ich habe zwei mit vier. Oh, okay. Das ist übel. Klong hat vorhin echt einen guten Job geliefert, also beim Kampf. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber also Respekt. Ja, bei mir ging es irgendwie nur über die Möglichkeit, dass ich Karadonis setupen lasse mit Brozza gegen das Chinchino. Mhm. Das hat mich aber mit Zugabe genervt. Und ja, das hat halt nur physisch angegriffen. Und dann bin ich halt eben mit Karadonis zumindest bis zum Tohaido durchgekommen. Das Tohaido meinte mich zu kritten. Okay, jetzt geht's aber weiter, bevor wir sehr viel Zeit verschwenden. Richtig. Es geht weiter. Und ja. Ich bin so glücklich, dass Serapendra noch lebt. Ne? Ich hatte gerade so, ich weiß nicht, Serapendra ist so das Pokémon, das ich wirklich nicht will, dass es stirbt. So, Mutter. Ja. Brixen hat gesagt, dass sie vorangehen wird, aber jetzt halt sind halt eben hier noch die Guards, was weiß ich. Und lass uns ihnen zeigen, die wahre Power von Familie. Let's go. Okay. Oh, sie ist jetzt dabei. Ah, okay. Wir dürfen gegen Guards kämpfen. Ich bin oben links in den Reihen. Okay. Okay, wir haben jetzt ein paar Kämpfe. Leute, jetzt geht's richtig ab. Ja.
Ich bin oben links in den Kampf. Ja, ja, ich auch. Akani und Tohaido. Tohaido. Ich kann diese Tohaidos nicht mehr sehen, Mann. Akani ist jetzt richtig mies. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe so Bock jetzt auf diese Kämpfe. Wegen dem ganzen Labern jetzt, ne? Alter, siehst du das Level von dem Fujinara? Ich sehe es gerade und das hat Tohaido gewonshottet. Wozu habe ich... Ja, bei mir auch. Wovor habe ich Angst gerade? Ja, es ist halt EXP für Pokémon, die wir nicht haben. Ja, was will ich tun? Komm, Rock Tomb auf das Akani. Weiter geht's. Felinara macht eh alles. So, Felinara, was machst du? Moonblast. Auf. Stolos, ne? Das Stolos. Hab ich auch. Ja. Aber es wird jetzt von Warlord geschottet. Es wird nicht gewonshottet, das Stolos. Okay. Und aber ich Feuerfänger. Aber Warlord hat's geregelt. Oh. Der Rockslide. So, damit ist Terrapendra besiegt. Wie schön. Habt ihr gut gemacht. Aber dann aber auch wieder nur Pokémon, die stark gegen Terrapendra sind. Das ist so toll. Tohaido nicht. So. Ja, Tohaido nicht, aber das wurde halt eben auch direkt von Dings rausgenommen, ne? So, werden unsere Pokémon geheilt? Gute Frage. Ja. Musst du gleich mal nachschauen. Ja, ja. Sehr schön. So, dann unten der Ich bin immer noch im Kampf. Ich habe das Akani noch da stehen, das Stolos ist gerade erst besiegt worden. Okay, ich guck. Hast du gespeedet, oder wie? Nein. Okay. Ich hatte nur die richtigen Pokémon jetzt dafür. Weil Akani auch besiegt. Weil Morlord Erdbeben und sowas mit Akani und Stolos hat echt Spaß gemacht. So, ja, Pokémon sind geheilt, wunderschön. Ey, ich will jeden Kampf mitnehmen. Ja gut, dann gehen wir direkt unten den, also unter der Absolstatue. Warte. Ja, heute ich hab da richtig Bock drauf. Heute wird gekämpft. So viel übersetzt jetzt. Oh, ja. Gucke mal. Was ist denn da? Ah, Alabis und Saganabis. Mhm. Wie schön. Saganabis kann Psycho-Attacken lernen, Alabis eher Unlicht-Attacken. Boah. Ich gehe halt hauptsächlich jetzt auf Schutzschild, ne? Erstmal lass das Sylveon 1 rausgeben. Lol. Ja, ich habe Matrifol vorne, das kann ich mit Leaf Blade erstmal eins one-shotten. Ey, du hast wirklich immer das richtige Pokémon vorne, kann das sein? Ich hatte gerade auch Matrifol vorne und den habe ich rausgeswitcht. Ach so. Ja, ja. Danach kommt noch ein Karipas. Karipas, ne? Karipas. Ja. Karipas. White Guard? Warum White Guard? Also, das wirst du nicht überleben. Ja. So, Moonblast killt das nächste Pokémon. Ah, direkt auf Karipas. Sehr schön. Da sind wir doch dabei. So, ich bin fertig. Karipas überlebt mit Sturdy. Okay. Das überlebst du. Oh, Karipas, wo ich gegen gekämpft habe, hatte kein Sturdy. Meinst schon. Es ist interessant, ja, dass auch die Pokémon hier unterschiedlich dann sind, ne? Also, dass das nicht halt einheitlich ist. Mit den Fähigkeiten bei Pokémon vom Gegner vor allem. Mhm. Das ist sehr, sehr verwirrend ein bisschen. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, und Felinara hat Alabis auch noch rausgenommen. Ja, sehr schön. Felinara ist so cool, ey. Jo, direkt auf den nächsten. Ja, unten direkt runter, ne? Ach, ist das schön, wieder kämpfen zu können. Ja. Wir leveln jetzt zwar nicht, aber egal. Garados und Darmhirplex. Jo, direkt wieder Protect, ne? Lassen wir das Felinara 1 rausnehmen. Intimidate gefällt mir gar nicht. Ja, Protect ist eine gute Idee. Was hat Garados denn bitte für Fähigkeiten außerhalb von Europa? Das hat sie mir nicht gehabt. Moxie, glaube ich, dass wenn es ein Pokémon besiegt. Ja. Moxie kannst du auch haben, ja. Als Versteckte. Ey. Dann wird das nämlich Moxie haben bei mir. Oh, guck mal da. Aber das wird nicht dazu kommen, ein Pokémon zu besiegen. Das kommt nicht dazu, was zu besiegen. Außer das setzt jetzt, was weiß ich, so einen Übermove ein, so was weiß ich. Warum setzt du Moonblast gegen Alabis ein? Ich hätte das so schön Leaf Blade dagegen gehabt. Ja, bei mir setzt er auch gerade Moonblast gegen Alabis ein. Oh, jetzt muss ich ein Eis tanken. Ja.
Und ich muss einen Aquatail tanken. Den ich getankt habe. Wie so ein Gott. Ey, ich brauche wirklich den Schwerttanz noch auf den Pokémon hier. Ich auch auf Mats Gefühl. Lernt es den überhaupt? Oder brauche ich den als... Ich bin schon wieder durch. Ganz oben an der Treppe ist ein Guard. Also warte kurz, ich bin immer noch gegen das Gyarados gerade. So. Jetzt habe ich ihn besiegt. Wo an der Treppe? Oben rechts, meinst über, du? Über die Brücke und dann nach oben hier, genau. Hey, na? Jo, direkt kämpfen. Den müssen wir ansprechen sogar. Mhm. So, Zerapendra. Lernt doch 44 Toxin. Oh ja. Sparko oh, to Heido. Mit Toxin und Protect kann ich auch gut arbeiten. Aber leider Schwerttanz. Nur per TM. So. Oh, das Bissbug wurde direkt rausgenommen wieder mal. Aber bei mir wurde Tohaido angegriffen, das war doof. Oh, Abqualyp. Nein, gar nicht mal so doof, weil das Tohaido setzt Angeberei auf das Felinara ein. Jetzt ist Felinara verwehrt. Und das ist halt auch ein bisschen belastend, ne? Okay, Apokalyp. Wurde bei mir gewonshottet, das Ding. Ja, wenn Felinara durch die Verwirrung durchkommt, wird es wahrscheinlich auch gewonshottet. Okay, der lässt uns aber nicht durch die Treppe, über die Treppe. Nicht? Nee. Hey, ich bin immer noch im Kampf. Du gehst hier durch die Kämpfe durch, wie sonst? Ja, ne? Matrifol ist einfach, es ist ein geiles Pokémon. Bei mir wurde das Apokalyp nicht gewonshottet von dem Felinara. Ja, okay, das war Matrifol, was geschwunden hat, ne? Ach so. Mit Lichtbrot. Ja, was setze ich jetzt ein? Komm, Rockturm, gut ist. Okay, ich hab dann. Also, wenn du dann rechts, links durchs Tor gehst, also durchs Gate. Ja, ich würde da erstmal nochmal alles durchschauen hier. Da ist ja unten noch zum Strand, was weiß ich, vielleicht stehen da noch. Ja, hab ich schon geschaut. Hast du schon geschaut? Da ja, ist niemand mehr. Da ist niemand. Okay, da muss ich rechts, müssen wir rechts durch die Tür durch. Ja, und da ist dann irgendwas getriggert. Ich bin halt wie gesagt immer noch im Kampf. Ich speede jetzt. So, Charizard besiegt. Du lässt uns wirklich nicht vorbei, ne? Na, schade. Naja, rechts durch und du hast gesagt, dann triggert was. Okay. Ja. Da ist Saki dann. Saki. I want to see every head on a spike. Ich will jeden Kopf auf einem Pfahl sehen. Okay. Kurova, ist das ein Freund von dir? Das ist richtig. Wir nehmen das zurück, was uns gehört und uns allein. Zerstört die Welle of Oppression, also des Drucks, was weiß ich, und der Unterdrückung. Lasst nichts übrig. But blood in your wake. Okay. Furora, Janice in a fight against the nine. Okay, ja, wir sollen ihr jetzt helfen. Ja, aber das ist doch genau das, was Team Sen will, ne? Das. Ja. Augustus, wie bist du aus der Prison Cell rausgekommen? Ja, ein Mädel namens Aelita ist zur Rettung gekommen. Und wir müssen jetzt von diesem Island runter. Das ist der Captain. Ja, Ashell, I'm the only one who knows. Say ship. Okay, ja, der geht jetzt dann zum Schiff irgendwie. Sobald jeder ready ist, beim Boot irgendwie treffen. Furora, kannst du mich hören? Die Kameras an den Türmen funktionieren nicht mehr. Hopefully you can. You need to head to Nevet's office size. Okay, wir müssen zu Nevet. Höchsten Raum irgendwie hier im Castle. Mhm. Und wir können nicht gehen, bevor wir uns nicht um ihn gekümmert haben. Ja, wir haben eine Rechnung mit ihm offen. Ja. I want to leave you again. Almost. Okay, sie lässt uns wieder alleine. Danke, Mutter. Alita needs your help. Doesn't she? Please go after her. Okay, wir müssen jetzt Alita helfen. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Kommen wir darüber? Ja, wir kommen zur Quarry. Ist da irgendwas? Wohin? Quarry? Wohin? Ich bin wieder zum Steinbruch mal rüber und hab da mal ganz kurz mal Auge machen. Aber sieht nicht so aus, als ob da was ist. Wir können hier wieder gehen. Ja, du hast schon alles gemeint da, ja. Ja. Wollte halt mal ganz kurz vorbeischauen. Vielleicht ist ja was.
Raus können wir nicht, das Tor ist immer noch zu, also haben wir nur die eine Wahl, und zwar vorwärts. So, ich würde ganz oben in den Raum reingehen und dann halt eben zum Office von Warden, von Neville. Mhm. Warte mal, Lead gucken. Oh je. Mit Archie war ich eigentlich ganz gut. Mit Trifol. Wir haben hier ein Heil-Alter, wir haben hier eine Heilmaschine und wir haben einen PC. Wo? Ja, hier. Ja, Im Raum von dem Typen, von Nevet. Achso. Da war ich nämlich noch nicht. Ich gehe mal ganz schnell an die Heilmaschine ran, sonst werden wir wieder zurückgeportet. Ja. Wenn wir besiegt werden. Wir werden nicht besiegt. So. Okay, wir werden nicht besiegt, das legen wir jetzt mal fest. So. Hallo, ey, wir haben die Motivation des Todes, wir müssen Elita rächen, ey. Also das, was er ihr angetan hat, ne? Das kriegt er jetzt zurück. Okay, oben raus, wir treffen Emma. So, Emma, so soll es, halte ich nicht zurück. Wir müssen gegen Emma kämpfen. Nein. Doch. Die fängt an mit einem Shiny Megan hier bei mir. Warte mal, Emma, die ist so verhüllt, etc. Könnte das Melia sein? Ich glaube nicht. Danke, ich hab dich auch lieb. So, Meganie, oh, da bin ich gut mit Matrifol. Warte. Nein, Megane kann mit Flammenwurf. Ja, ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Ich hätte Explosion drücken sollen. Was hab ich dagegen? Ich hab keine andere Wahl, als dich jetzt abzuwerfen. Ah, und tschüss. Dark Pulse hat's auch drauf. Was hat das bitte für Attacken drauf? Das kann ja nicht sein. Und Kuriogel wird geflincht. No. So, ich bin jetzt auch auf Kuriogel rein. Das Veganer macht mich jetzt kalt. Echt? Ja. Du hast doch noch ein paar Beleber. Ja, ich. Alter, das Meganier tut weh. Das Meganier tut richtig weh, ne? Warte mal, das ist ein Zoroark. Das ist ein Zoroark. Das ist kein Meganier, das ist ein Zoroark. Das ist überraschend jetzt. Ha! Weil Meganie Flammenwurf ist schon sehr strange. Das war ein bisschen komisch so. So. Ja, gegen Zoroark komme ich klar. Ja, ich das nicht. Ist möglich. Ich habe mich gerade schon gewundert, hey, was? Ein Airslash ist nur neutral effektiv und haut's auf die Hälfte der KP runter, was? Okay. Na gut. So, Zoroark ist draußen. Das heißt, ich opfer jetzt umsonst Klong. Ist super. Damit ist Kuriogel aber wieder voll. Shiny Gardevoir. Okay. Das hat jetzt den Feentypen drin, ne? Die hat nur Shiny-Pokémon. Das hatte Melia auch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Verstehst schon. Es kann Grasknoten. Das haut mein Georock raus jetzt, okay? Yes! Ich habe das Gardevoir gekrittet und gewonshottet. Und jetzt kommt nur noch das Meganie. Ich komme nicht an Zoroark vorbei. Das ist nicht gut. Ich habe es noch nicht einmal gehittet. Oh Mann, ey. Ich muss es verwirren. Kannst du nicht einfach ein Pokémon besiegen lassen auf, Frostelka rein? Mit Frostelka das Ding one-shotten mit einer Explosion? Flammenwurf? Du hast Sturdy, oder? Ich hoffe mal, dass du Sturdy hast. Weiß ich nicht. Schau halt mal nach. Ich hab Zoroark auf jeden Fall jetzt verwirrt. Und Revelation Dance, das muss jetzt sitzen. Ja, natürlich kommt's durch. Natürlich kommt's durch. Ich hab gewonnen. Ja, Shelly, versuchen's mal, ne? Explosion. Warum hast du Sturdy drauf? Keine Ahnung, ich setze jetzt eine Explosion, ist mir egal. Okay. Flammenwurf, yay! Kommt natürlich wieder durch Verwirrung. Mhm. Nein, ich habe keinen Sturdy.
Boah, Mann, ey. So, jetzt habe ich nur noch Moorlord und das Ding kann Gras knoten. Also Strauchler. Ja, super. Stirbt wieder ein Pokémon. Okay, jetzt verletzt sich selbst, wenn der Erdbeben das Ding jetzt tötet, ne? Dann hast du immer noch eine Meganie vor dir. Und es, es tötet natürlich nicht. Gegen Meganie und Gardevoir schaffst du es sowieso nicht. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, mach schnell Cutscene bei mir durch. Da stirbt ein Pokémon und dann gibt's einen kleinen das gibt's doch gar nicht, ey. So, ich habe mein Bestes versucht, aber das war nicht genug. Geh weiter und mach, was du tun musst. Ich habe immer noch ein paar Dinge, die sie machen muss. Okay. Kann doch nicht sein, Mann. Nein. So. Was stirbt? Was stirbt? So. Zahlengenerator zwischen 1. 6. Oh Mann, zwei Pokémon in dem Part. Und zwar stirbt die 3 wieder. Das ist Kyogre. So. Ich sag da nichts zu, ne? Wenn du das im Video siehst, ne? Es vernichtet mich einfach. Mhm. Ich brauch was dagegen. So, dann gibt's wie gesagt an der Stelle einen kleinen Cut, ne? Und dann. Warum? Weil du den Kampf ja noch machen musst, oder? Ja, wir nehmen jetzt ein Pokémon mit. Wir nehmen jetzt ein Pokémon mit und dann wiederhole ich den Kampf. Na gut, okay. Dann machen wir das so. Was willst du mitnehmen? Wie hast du dieses scheiß Zoroark besiegt? Das Zoroark, ich bin. Moment, wie habe ich das besiegt? Ich bin mit Kyogre einmal durchgekommen. Also, es hat Kyogre nicht gewonshottet, nicht geflincht. Dann hat sie noch wenig KP gehabt und wie habe ich es danach besiegt? Mit Serapendra Protect gedrückt. Dann war ich schneller, weil ich ja Speed Boost habe. Und danach bin ich mit meiner Käferattacke einfach drüber gerollt. Ja, toll. So, ich nehme Bisbark mit dafür, für das Ding. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Bisbark, das ist mit meinem Kecleon. Kekek. Ja. Bin gerade noch überlegen. Die hat doch Guardevoir und Meganie, ne? Richtig. Meganie ist Level 38, glaube ich, und Guardevoir. Gegen Guardevoir habe ich Klick-Klack. Okay. Sehr effektiv. Mhm, das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja, und Meganie habe ich Matrifol. Ja. Und Shelly. Und hier Fostelka. Aber ich brauche Moorlord und Georok nicht. Nicht für den Kampf. Könnte Georok vielleicht einen Angriff überleben von Dingens, von Zobor? Nee, nicht mit Grasknoten, das war's. Ach stimmt, das kann ja Grasknot. Grasknot, ja, okay. Was würdest du noch gerne mitnehmen? Ja, gerne. Ist eine gute Sache eigentlich. Gerne ist gut. Ich nehme Pachirisu gerne mit, wegen dem Nuzzle. Mhm. Um das Zoroark einfach mal zu paralysieren. Das war bei mir mit Barnett. Genau. Und wen nehme ich noch zum Schluss Georok mit? Georok raus erstmal. So. Was wolltest du jetzt noch nicht haben? Georok. Ja, Moorlord. Moorlord, das war bei mir mit Serapendra. Okay, dann hat Serapendra jetzt zumindest nicht die Möglichkeit zu sterben, das ist schön. Ja. Überlegen, so. Ja, ich glaube, ich nehme Fiaro mit. Ja, klingt gut. Mit was war Fiaro bei mir gekoppelt? Eine Sekunde. Ich habe hier ein Listchen. Ja, du kannst ja schon in den Kampf reingehen, ich finde das schon raus. Ja, ja, ich werde das Ding sofort paralysieren, ey. Also, Pachirisu, mach deinen Job. Mach deinen Job. Ich wette mit dir, das ist Melia. Das ist Melia, Alter. Guck mal, die ist total verhüllt. Man sieht die nicht. Die hat nur Shiny-Pokémon. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen. Dass sie mit Zoroark leadet, ey. Boah. So, Nuzzle, bam. Pachirisu überlebt so einen scheiß Dark Pulse locker, ne? Mehr als die Hälfte KP noch. Das ist ein Pachirisu. Das ist Pachirisu, ja. So, Super Fang. Aber danach muss man das Team wieder ändern. Ich kann nicht mit. Nee, danach ist der Part auch beendet nach dem Kampf.
Stimmt. Duck kommt auch wieder. So, Elektroball, ja. Es überlebt, gut, paralysiert und Zoroark ist raus. So muss das aussehen. Pachirisu hat's gerappt. Pachirisu hat Zoroark Solo gemacht? Ja. Ah, oh, sehr gut, Pachirisu. Vielleicht kriegst du ja noch einen Nuzzle auf nächste Pokémon raus. Ja, Nuzzle auf Guardoa raus. Ja, dann ist das kein Problem mehr. Also jetzt Outspeeded Klong und der trifft das Ding sehr effektiv. Also ich habe von Gardevoir nichts gesehen, muss ich sagen. Ja, Gear Grind. Ich habe Gardevoir habe ich. Könnte es überleben? Nee, doch nicht. Gardevoir wird geschüttet von Klong. Sehr schön. So, und da haben wir noch Meganium. Und Meganium kriegt jetzt erstmal eine volle Breitseite von Matrifol. Das hat es jetzt verdient. Ja. Ganz ehrlich. Der Flammenwurf war echt überraschend. Ja. Der war mega überraschend. Ich war auch so, hä, was? Warum Flammenwurf? Seit wann kann man gar nicht Flammenwurf? So, Kampf gewonnen. Sehr schön. So einfach. Ja, das war so einfach eigentlich. Ja. Ah, ich könnte mich aufregen. Ich könnte, ja. Falsch in ein Lied reingeht, na. Vor allen Dingen, ich habe zwei Pokémon, die einfach... Ich habe Pokémon, die einfach nur gewonnen-hittet wurden da. Also, das war echt... Ja. Ich hatte, ich hatte einen richtig bestimmt. Also, Pachirisu, Alter. Ja. Du bist ein Monster. Was hab ich eigentlich geliedet gegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, ich habe mit Fostelka geliedet. Der Part ist aber jetzt durch, aber ich. Guck, richtig. Mal eben ganz kurz. Wenn es sich rausstellt, so im Laufe des Let's Plays, dass das Melia ist. Na, Alter. Ja? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss da irgendwas machen. Ich werde mir noch was überlegen. Alter. Das wäre. Prediction des Jahres. So, gut. Ja, Part ist beendet. Neville kriegt das nächste Mal aufs Maul, hoffe ich. Ganz stark jetzt. und ansonsten. Er hat einen Frost Deja, das wissen wir. Ja, okay. Ich habe Alola Slymog nicht mehr. Ja. So. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumchen wären Träumchen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.